Ich habe bereits einmal vor Jahren ein Video über die Order 37 gemacht, da dieses mittlerweile allerdings veraltet ist, gibt es hier ein Remake. Zudem noch eine kleine Information. Ab sofort habe ich einen festen Uploadplan, was bedeutet, dass immer Montag, Mittwoch und Freitags um etwa 18 Uhr neue Videos erscheinen. Jetzt aber genug geredet, viel Spaß mit dem Video. Wir kennen alle die Order 66, der Befehl, den Klonkriegern befehligte, alle Jedi zu töten. Die Order 66 wurde viele Jahrzehnte vor Episode 3 von Palpatine und Dooku im Geheimen ausgebügelt und durch die Hilfe des Sie, die Cypher Dias, der unwissenden Sith Half, perfektioniert. Doch neben der Order 66 gab es noch viele weitere Notfallpläne. Eine davon war die Order 37. Doch was war die Order 37 und wurde sie ausgeführt? Das und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Die Republik verfügte über insgesamt 150 sogenannte Order, also Notfallpläne für Notfallsituationen. Diese Order konnten nur von hochrangigen und dafür autorisierten Personen wie zum Beispiel dem Kanzler der Republik ausgeführt werden. Ein Beispiel wäre hier die Order 4, die im Falle einer Arbeitsunfähigkeit des obersten Befehlshabers, also dem Kanzler dessen Kommando, an den stellvertretenden Senatsvorsitzenden überträgt, bis sein Nachfolger gefunden ist. Im Falle von Palpatine wäre der stellvertretende Senatsvorsitzende Mers Amida gewesen. Dann gibt es aber zum Beispiel auch noch die Order 65, bei welcher der oberste Kanzler seines Amtes enthoben wird. Das wäre passiert, wenn der Senat herausgefunden hätte, dass Palpatine sowohl die Republik als auch die Separatisten gegeneinander ausspielt. In diesem Fall hätten die Jedi auch die Berechtigung bekommen, Palpatine zu exekutieren. Das muss allerdings vom Senat abgesegnet werden. Weshalb die Aktion von den Jedi in Episode 3 eigentlich dumm war, da es so aussah, als ob sie Palpatine ermorden wollten. Natürlich gibt es noch viele weitere Order, wie zum Beispiel die Order 99. Wenn ihr ein Video über alle Order sehen wollt, dann schreibt dies doch einmal in die Kommentare. Kommen wir nun allerdings zu der Order 37. Diese ist für Folgendes gedacht. Wenn die Klonkrieger ein hochrangiges Ziel festnehmen wollen und dieses Ziel dann zum Beispiel entkommt, ist es den Klonkriegern, sofern die Order 37 in diesem Moment genehmigt wird, erlaubt, alle Zivilisten in dem Dorf oder der Stadt zu exekutieren, bis der Anführer gefasst ist. Natürlich muss die Exekutierung allerdings dazu beitragen, dass man den Anführer fassen kann. Und genau das taten die Sturmtruppler der ersten Ordnung in Star Wars Episode 7, als BB8 mit der Karte, die zu Luke Skywalker führt, entkommen ist. Diese Order wird außerdem durch die Details noch grausamer gemacht. Zum einen dürfen die Klonkrieger alle Kommunikationsmittel blockieren, die Leichen nicht den Hinterbliebenen zu Beerdigung übergeben und die gesamte Operation wird im Allgemeinen geheim gehalten. Auch Paul selbst führte diese Order ein Jahr nach dem Fall der Republik aus, und zwar auf dem Planeten Balaza, wo die selbstlosen Zivilisten einen überlebenden Jedi versteckten. Durch die Ermordung all dieser Zivilisten zeigte sich schließlich der überlebende Jedi. Aber was haltet ihr von der Order 37? Ist sie gerechtfertigt oder einfach nur brutal? Schreibt mir eure Meinung dazu doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr jetzt noch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video.